Guten Tag. Wir schauen uns die Zusi-Streckenmodule zwischen Hameln und Elze an, die die Kollegen Wolfgang Hüttner und Michael Groß gebaut haben. Und zwar Behrensen, Koppenbrügge, Voldachsen und Osterwald. An der Stelle, die jetzt hier zu sehen ist, haben wir das Streckenmodul Hameln gerade hinter uns gelassen. Und Fahrtrichtung ist jetzt nach Elze. Hier ist dann auf der eingleisigen Strecke noch eine Blockstelle eingerichtet worden. Ja, wie schafft man sich Platz für das Signal, was ja rechts vom befahrenen Gleis stehen muss? Seit Ende der 80er Jahre ist die Strecke ja nur noch eingleisig. Aber man hat in der Zukunft durchaus große Dinge wieder mit der Strecke vor. Das hatte ich ja in dem Hameln-Video bereits erläutert. Und das hier ist der ehemalige, muss man sagen, Haltepunkt Behrensen. Den gibt es nämlich in der echten Welt seit Ende der 80er Jahre nicht mehr. Hier in Zusi ist er noch vorhanden, um auch historische Fahrpläne möglich zu machen. Es hat hier bis etwa 1978 einen Schrankenposten gegeben. Der ist in den einschlägigen Listen auch als Stellwerk der Bauart Einheit MW gelistet. Das heißt, es ist vorstellbar, dass das nicht bloß ein Schrankenposten war, sondern dass es hier auch eine Blockstelle gegeben hat. Ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sehen und es geht weiter im Streckenmodul Koppenbrügge. Bei Koppenbrügge handelt es sich um einen sogenannten Flecken. Das ist ein Begriff aus dem niedersächsischen Kommunalrecht und steht dort für relativ kleine Gemeinden. Wir können uns mal angucken, welche Gemeinden in Niedersachsen auch noch den Titel Flecken führen. Da ist zum Beispiel auch Nörten-Hardenberg mit dabei an der Strecke zwischen Nordheim und Göttingen. Das sind also die niedersächsischen Fleckenzwerge. Die Betriebsstelle hier, der ehemalige Bahnhof Koppenbrügge, dürfte so im Jahr 1996 dann zu dem hier zu sehenden Haltepunkt zurückgebaut worden sein. Im Mai 1996 ging jedenfalls das Dr. S2 Stellwerk in Koppenbrügge außer Betrieb. Vormals gab es hier rechts des Streckengleises noch ein zusätzliches Überholgleis und für den örtlichen Güterverkehr befand sich ein weiteres Nebengleis hier und dann noch eins hier unmittelbar vor dem Empfangsgebäude. Das war also der alte Bahnhof Koppenbrügge. Ja, ansonsten ist hier auch nicht viel los. Eine Bahnsteigkante, ein Bahnübergang in diesem Streckenmodul. Das hier ist bereits das Einfahrvorsignal des Bahnhofs Voldachsen. Mit dem Streckenmodul geht es dann jetzt als nächstes weiter. Der Bahnhof Voldachsen ist der letzte Bahnhof, der auf dieser Strecke heutzutage noch übrig geblieben ist. Ist benannt nach dem nahegelegenen Gutshof Voldachsen, während der Ort hier rund um den Bahnhof eigentlich Marienau heißt. In den 80er Jahren zweigte etwa hier dann ein weiterer Industriegleisanschluss ab und führte dann hier auf das Gebiet, wo jetzt hier die Gartenlauben stehen. Links der beiden durchgehenden Hauptgleise gab es hier früher ein weiteres Überholgleis. Und Foldachsen war Ausgangspunkt der ehemaligen Kleinbahn von Foldachsen über Duingen nach Delixen, die hier dann rechts zwischen den Bäumen verschwindet. In Zusi ist diese Strecke zwar von den Kollegen eintrassiert worden, aber landschaftlich nicht ausgestaltet worden, weil es keinen richtigen Sinn macht, die zu befahren, solange man nicht in Zusi rangieren kann. Diese Kleinbahn hatte spätestens seit dem Jahr 1967 auch gar nicht mehr den Status einer Bahnstrecke sondern damals ist sie dann zu einem Gleisanschluss des Bahnhofs Voldachsen degradiert worden und ist danach dann unter der Betriebsordnung für Anschlussbahnen weiter betrieben worden. Diese Kleinbahn hatte also Ende der 50er Jahre noch den Schritt vom Dampfzugbetrieb zum Dieselbetrieb so gerade eben mitgemacht. Da waren hochwichtig dann Diesellokomotiven beschafft worden und ein paar Jahre später hat die Betreibergesellschaft dann allerdings nochmal spitz nachgerechnet und gesagt, nee, eigene Betriebsführung lohnt sich überhaupt nicht mehr. Wir verkaufen diese Strecke an die beiden wichtigsten Gleisanschließer, die den Großteil des Verkehrs auf unserer Strecke hier verursachen, nämlich einen Kalksteinbruch in Salzhemmendorf und ein Quarzsandwerk in Duingen. Die haben 1967 also dann die Strecke gekauft und ab dann hat die Deutsche Bundesbahn diese Anschlussbahn dann hier von Volldachsen aus bedient. Es führte dazu, dass der Streckenabschnitt von Duingen nach Delixen bereits 1968 abgebaut wurde, weil für diesen Streckenabschnitt interessierte sich niemand mehr. Das Quarzsandwerk in Duingen wurde dann im Rahmen von Morac im Jahr 2001 vom Güterverkehrsnetz abgehängt. Und der Kalksteinbruch in Salzhemmendorf, der verursachte noch bis 2018 durchaus allerdings nennenswerten Güterverkehr, und dann wurde dieser Steinbruch allerdings geschlossen. Und seitdem gab es nur noch ein paar Befahrungen dieses Anschlussgleises mit Museumszügen von der Dampfzugbetriebsgemeinschaft in, ich glaube, in Hildesheim sitzen die. Das ist die lokale Museumseisenbahn sozusagen hier in dieser Gegend. Was ich ja noch gerne zu dieser Kleinbahn geklärt haben würde, wäre die Frage, ob sie jemals eine VZG-Streckennummer getragen hat. Im Streckenartikel in der Wikipedia steht zwar die Nummer 981, die ist allerdings aus meiner Sicht aus zwei Gründen unplausibel. Also zum einen ist die Strecke, wie vorhin erläutert, eigentlich noch vor Einführung des VZG-Nummernsystems zur Anschlussbahn degradiert worden. Und zweitens habe ich in meiner Altpapiersammlung eine alte Streckenkarte der Bundesbahndirektion Hannover wo die Nummer 9181 vergeben ist für die Kleinbahn von Kreinsen nach Osterode am Harz. Also ich finde unter diesen Umständen kann man sehr gut verargumentieren, dass die Kleinbahn von Voldachsen nach Delixen wahrscheinlich nie eine VZG Nummer geführt hat. Mir ist allerdings auch bis heute noch keine vollständige Liste aller jemals für nicht bundeseigene Eisenbahnen vergebenen VZG Streckennummern bekannt geworden. Also der 9000er Nummernkreis im VZG-System. Da wäre die Frage, wer denn so eine vollständige Liste haben könnte. DB Netz oder das Eisenbahnbundesamt, dass man da vielleicht irgendwie mit dem Informationsfreiheitsgesetz Antrag irgendwie was reißen könnte. Bitte keine Verweise auf den Open Data Streckendatensatz der DBNetz, weil der ist bei den NE VZG-Nummern erwiesenermaßen unvollständig. Gesucht wird also eine wirklich vollständige Liste aller Nummern, die jemals vergeben worden sind. Egal, ob die Strecken dann heute jetzt stillgelegt sind oder ob es sie noch immer gibt. Jo, wir wechseln jetzt also auf das andere Streckengleis sozusagen. Hier in Voldachsen muss also jede Fahrtrichtung einmal hier eine weiche Krumpe fahren. Hier trifft es also dann die Fahrtrichtung nach Hameln und am anderen Bahnhofskopf trifft es die Fahrtrichtung... Nach Elze. Diesen Zustand, dass hier jeweils eine Fahrtrichtung immer ausgebremst wird, möchte man jetzt in den nächsten Jahren dann mal ändern. Und es soll dann also so werden, dass Durchfahrten hier mit 120 km/h, also Streckengeschwindigkeit, in beiden Richtungen möglich werden. Im selben Abwasch soll der Bahnsteig hier dann um 700 Meter in diese Richtung hier nach Westen verlegt werden. Weil einfach die relevante Wohnbebauung von Marienau, die liegt eben hier an dieser Stelle und nicht hier hinten, wo damals aus historischen Gründen dieser Bahnhof entstanden ist. Hauptsächlich um eben diese abzweigende Kleinbahn relativ kostengünstig anzubinden. Das Gut Voldachsen, das dem Bahnhof hier seinen Namen gegeben hat, das liegt ein paar hundert Meter hier in, ja, sieht man jetzt hier schlecht, in diese Richtung hier links von uns jedenfalls. Das war bis zum Jahr 1996 eine Lehrgangsstätte des Bundesverbands für Selbstschutz. Das war eine gewissermaßen Unterabteilung des Bundesamts für Katastrophenhilfe oder ja, damals hießen die irgendwie in irgendeiner Form anders. Also jedenfalls das heutige BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die boten dort auf diesem Gutshof damals Lehrgänge zum Thema Verhalten nach Haushalts-, Verkehrs- und Arbeitsunfällen an. Also auf Hochdeutsch gesagt, erste Hilfe Kurse. Damals wurde ja dieser ganze Bohai um das Thema betriebliche Ersthelfer noch gar nicht in dem Maße veranstaltet, wie das heute so ist. Und damals fanden dann hier also auf diesem mondänen Gutshof dann da Erste-Hilfe-Ausbildungen statt. Nobel geht die Welt zugrunde. So, weiter in Richtung Elze. Und dann weiter im Streckenmodul Osterwald. Auch die Betriebsstelle Osterwald ist eigentlich ein kleiner Etikettenschwindel, weil das Örtchen hier rundrum heißt eigentlich BenzTorf. Der Fall liegt ähnlich wie mit dem Bahnhof Eversberg an der oberen Ruhrtalbahn, der sich im Ortsteil Wehrstapel befindet. Also Osterwald ist der Hauptort der Gemeinde hier und die haben sich natürlich damals dann auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, das ist ja wohl sonnenklar hier, dass dieser Bahnhof dann hier nicht Benstorf heißt, sondern wie unser Hauptort, Osterwald, Punkt. Seit November 1991 ist das hier kein Bahnhof mehr und auch in Susi ist der Zustand nachgebildet sozusagen einer Haltestelle, also eines Haltepunkts mit einer angegliederten Anschlussstelle hier. Heutzutage sind diese Gleise allerdings auch alle komplett dann abgebaut. Die wurden offenbar noch einige Zeit weiter betrieben, nachdem der Bahnhof aufgelassen wurde, um hier die Industriebetriebe anschließen zu können. Bis mindestens kurz nach der Jahrtausendwende gab es hier also noch dieses Konstrukt aus Haltepunkt und Anschlussstelle. So, an dieser Stelle hier, jetzt bitte alle gut festhalten. Jetzt beginnt die Achterbahn. Links von uns liegt nämlich jetzt hier der Freizeitpark Rassiland. Wenn wir uns mal angucken, was haben die denn so für Attraktionen zu bieten? Neben der besagten Achterbahn dann eine Bobcartbahn, ein Stronado, was auch immer das sein soll. Sharknado fällt mir da so ein. Eine Wildwasserbahn, Wasserrutsche, eine Piratenstadt, Koggenfahrt, Wasserschlacht, Raftingbahn, Märchenfahrt, Afrika-Fotosafari, Kamelreiten, Uiuiui. Dampfschiffschaukel, Comicbahn, Jump Around, Kravum, Laserplanet, Freifallen geht auch und eine Kids Dino World. Die Achterbahn hier habe ich mir sagen lassen, ist Deutschlands einzige in pink angemalte Achterbahn. Die ist also tatsächlich rosa lackiert. Das ist also das Rastiland. Ich wollte dann jetzt mal eben die Gelegenheit nutzen und etwas erzählen, was ganz am Rande mit dem Thema Achterbahn und Freizeitpark zu tun hat. Allerdings nicht hier mit dem Rastiland, sondern mit einem Freizeitpark hier bei mir in der Gegend, dem Fort Fun Abenteuerland. Da kann ich euch also aus Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre den Tipp geben, wenn ihr mal in Geldnöten seid, dann bestellt euch eine Achterbahn. Die Story geht also folgendermaßen. Das Fort Fun Abenteuerland hatte plötzlich dann vor zehn Jahren einen neuen Besitzer, der den Laden gekauft hatte. Und die erste Amtshandlung dieses neuen Besitzers war dann, dass er sagte, wir müssen jetzt mal eine neue Achterbahn bestellen. Da haben die Mitarbeiter von Fort Fun dann erstmal ein bisschen blöd geguckt, aber sich dann gesagt, ja, gut, okay. Der neue Chef hat halt Visionen. Dann machen wir das jetzt also. Diese Achterbahnbestellung war für den neuen Besitzer absolut wichtig, denn wie sich später herausstellte, war er ein völlig mittelloser Betrüger, der allerdings wusste, dass die Hersteller von Achterbahnen irgendwie etwas seltsame Geschäftspraktiken hatten. Nämlich, wenn man eine neue Achterbahn bestellt, dann werden sofort mit der Bestellung Kickback-Zahlungen an den Besteller fällig. Also gewissermaßen Schmiergelder. Und diese Gelder brauchte der Mann dringend, um die Übernahme des Fortfan Abenteuerlandes überhaupt bezahlen zu können. Das hätte auch beinahe geklappt, aber irgendwann hat dann eine der beteiligten Banken da doch irgendwie Lunte gerochen und hat ihm eine Bankbürgschaft verweigert. Und nur dadurch ist das dann aufgeflogen. Also, wenn ihr mal in Liquiditätsschwierigkeiten seid, bestellt euch eine Achterbahn und abonniert meinen YouTube-Kanal für weitere heiße Finanztipps. Jo, und dann machen wir hier jetzt noch eben zu Ende. Hier verschwenken wir jetzt sozusagen schon wieder das Streckengleis vom ehemaligen linken Gleis der zweigleisigen Strecke. Geht es hier jetzt rüber auf das rechte Gleis. Das hier ist der ehemalige Bahnhof Mehle. Der bestand auch bis November 1991. Hatte bis zum Schluss mechanische Stellwerke. Die Kollegen haben auch hier dann einen heute in der realen Welt nicht mehr bestehenden Schüttbahnsteig zur Nutzung in historischen Fahrplänen angelegt. Hier an dieser Stelle findet dann jetzt sozusagen wieder eine Verschwenkung auf ein anderes Streckengleis statt. Also eben lag das alte zweite Gleis auf der linken Seite und nachher liegt es dann jetzt hier auf der rechten Seite. Hier ist also tatsächlich mal dieser Bogen neu trassiert worden, nachdem die Strecke hier auf Eingleis zurückgebaut worden war. Ja, und hier schließt sich dann bereits das Streckenmodul Elze an mit dem Bahnhof an der Hannoverschen Südbahn. Soweit also die Strecke zwischen Hameln und Elze. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis demnächst auf dieser Welle. Tschüss.